Hallo? Ja, hallo, guten Tag, Mandy Brandt. Sie oder jemand aus der Familie hatte sich im Internet angemeldet gehabt für den 500 € Amazon-Gutschein. Wladislav Kiro, bin ich da richtig? Kira, wie ist guten Abend? Ja, also die Verlosung wäre ja auf jeden Fall Ende des Jahres. Wenn Sie gewonnen haben, bekommen Sie ja Bescheid. Ja. Und ich sehe gerade ein wenig Glück. Hatten wir nämlich schon, Sie haben eine Reise gewonnen. 4 Tage, 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück. Herzlichen Glückwunsch dafür. Die Unterlagen können Wirklich? Sie von Aventia, genau, von Aventia Reisen, dort Sie die Unterlagen bekommen. Und Sie können entscheiden, entweder nach Paris oder Rhein-Mosel. Das wäre Dreiländereck, Koblenz. Wo dürfen wir Sie Was hinschicken? ist denn Rhein-Koblenz? Was, welches Land ist das? Das ist hier in Deutschland, ne? Das ist das Dreiländereck, wo der Rhein und die Mosel Ach, zusammenfließen. dann nehme ich, was will ich denn? Wenn ich reise, will ich nicht in Deutschland bleiben. Dann nehmen wir Dann Paris, ja? Paris nehmen. Paris klingt sehr gut. Paris. Das ist, bin ich noch nie gewesen bei Paris. Also Paulinenstraße 51 in Hamburg ist noch korrekt. Da, richtig. Bin seit Gewinnspiel nicht umgezogen, aber jetzt Urlaub. Wie geil ist das denn? Und das jetzt bei, kann ich das jetzt schon machen? So bei Urlaub demnächst? Genau, 18 Monate ist der Gutschein einlösbar. Also Sie melden sich dann einfach nur, wenn Sie wissen, wann es losgehen soll. Also Ja? ab sofort quasi, da? Genau. Warte, warte, muss ich kurz gucken. Ich habe gestern mit Chef Also gesprochen. die Ich habe Unterlagen, Urlaub die. ab 6. August, bitte. Also die Unterlagen dauert immer so 10 bis 14 Tage, Das ne? wird knapp. Und dann können Sie sich da melden. Das wird knapp. Wie lange ist Urlaub? 18 Monate ist der einlösbar. Ach so, 4 4 Tage. 4 Tage, Tage. 3. Oh, das ist doch gar. Oh, Genau. blöd, ist das super. Ist das so All-Inclusive-Dingen oder was habe ich da gewonnen, bitte? Mit Frühstück, mit Ja, Frühstück. dann esse ich einfach morgens so viel, dann muss ich den ganzen Tag nichts mehr essen. Ja, Sie können ja ein bisschen Taschengeld binden. Wir haben hier nämlich noch eine schöne Taschengeld-Bonusrunde. Für diejenigen, die die Reise gewonnen Taschenbuch? haben wir immer noch Das eine Taschenbuch? Das Mickey Maus? Taschengeld-Bonusrunde. Bonusrunde, das ist ein Gewinnspiel, das nennt sich nämlich Bonus Royal Card. Das ist so ähnlich aufgebaut wie Lotto, nur viel, viel besser, weil Sie können hier eine monatliche Rente gewinnen. Und zwar von 3.333 € 25 Jahre lang. So Ne? lange? Vererbbar, steuerfrei, übertragbar. Ja, soll sich ja auch lohnen. Doch, aber Und lohnt sich ja zusätzlich, richtig. ja. Eine kleine Moment mal bitte. Mascha, mach mal den Herd aus, ich brauche noch mal mehr. Entschuldigung, ich war gerade bei Ja. Kochen. Ja, okay. Und zusätzlich erhalten Sie von uns eine Rabattkarte. Das ist eine Online-Rabattkarte. Hier können Sie nämlich bei über 900 namenhaften Unternehmen bis zu 35% Rabatt erhalten. Und zwar so lang, wie das Gewinnspiel läuft. Ne? Können Sie gleich benutzen, wenn Sie die Unterlagen Bei haben. was für Firma? Ich habe Entschuldigung nicht verstanden. Was für Firmen? Ja, Apotheken, Drogerien, Versandhäuser, Lebensmittelmärkte wie Edeka, aber auch für die Männer ATU, Baumärkte, Versicherungen, Banken und so weiter. Ah. Und egal, ob Sie jetzt einmal bei ATU einkaufen oder 100 Mal, ja, bei über 900 Unternehmen kriegen Sie die Rabatte, solange wie das Gewinnspiel läuft. Ah. Können Sie natürlich auch gleich benutzen, wenn Sie die Unterlagen haben. Kann auch die ganze Familie mit Das ist ja, benutzen, ne? Läuft dann halt das ist ja über den richtiger Namen. Glückstag heute. Heute Morgen Ja, habe ich aber. noch gedacht, Scheiße, erst Mittwoch, ich will gar nicht aufstehen. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, Scheiße, morgen erst Donnerstag. Ich habe aber noch keine Lust, schlafen zu gehen. Und jetzt habe ich eine verdammte Reise gewonnen. Und was, wie viel Prozenten kann man bekommen bei Netto? Beim Market? Ich hab jetzt nicht alle Firmen im Kopf. Also ich weiß, Edeka ist mit dabei, Lidl ist mit dabei, Amazon zum Beispiel, Galeria Kaufhof, C&A, S. Oliver Sportcheck und so weiter. Und wie gesagt, die können Sie dann gleich benutzen. Die Prozente steht dann in den Unterlagen drin und die läuft so lange, wie das Gewinnspiel läuft. Und das Gewinnspiel, das geht dann am 15.09. erst los, übersichtliche 3 Monate. Und da hätten Sie dann jeden Tag 200 Tipps. Ne? Wenn Sie jetzt normal Lotto spielen im Handel, hat man ja in der Regel meist nur 12 Tipps die Woche für 15, 16 €. Da. Und hier haben Sie dann jeden Tag 200 Tipps. Das sind über 6.000 Tipp rein. Die kriegen Sie im Handel für ein paar Oh, ist hundert das Euro. Hier sind Glückstag 90. heute? Wie komme ich zu der Ehre?
Und hier für 39,80 und alle Samstage bis dahin, die kriegen Sie auch noch geschenkt. Das heißt, die Gewinne daraus, Herr Kiro, die kriegen Sie, können Sie schon als Einsatz nehmen. Ja, über 80% der Leute, die hier mitmachen, die machen sogar weiter, weil es super läuft. Und dass man hier was gewinnen kann, sehen Sie auch, weil ich kann es immer nur denen vorstellen, die die Reise gewonnen haben. Und Sie kriegen das Ganze, Herr Kiro, in Originalunterlagen nach Hause in 10 bis 14 Tagen. Und ich könnte mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp dafür nochmal 6 Zahlen hier aufnehmen, zwischen 1 bis 49, die dann natürlich auch jeden Samstag für Sie mit dabei wären und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Ja? Kriegen Sie 6 Zahlen zusammen oder wollen wir eher den Zufallsgenerator nehmen? Was meinen Sie? Ganz spontan? Ganz spontan wüsste ich gerne erstmal, wie war das mit der Reise? Kann ich da Familie mitnehmen? 2 Personen. Für 2 Personen. Ich und 2 Personen oder 2 Personen? Nein, 2 Personen. 2 Personen? Okay. Kann man da so zubuchen vielleicht noch, weil ich kann hier nicht halbe Familie zu Hause lassen. Die würden mich schlagen. Kann man bestimmt dazu buchen. Das, was kostet das, bitte? Das weiß ich nicht. Wir sind ja nicht der Reiseveranstalter. Da müssen Sie dann nachfragen. Ach, die Unterlagen kriegen Sie ja von Aventia Reisen. Da können Sie dann anrufen und nachfragen. Ja. Und wie gesagt, für die Bonusrunde würde ich mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp, Herr Kiro, hier nochmal sagen. Kirov, bitte. Kirov. Oder Kirov, ja, Entschuldigung, die dann jeden Samstag mit dabei wären und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Haben Sie so ganz spontan 6 Zahlen für mich gesagt? Vielleicht haben Sie das ja schon mal gehört. Mir gehört die Firma Kirov Luftschiffe. Haben Sie mal gehört? Nee, nicht hätte wirklich. Ja sein können. Ist das eine Flugreise, Autozug, Bus, Bahn, UFO, Flugzeug? Mhm. Oder was ist das? Ich sehe das hier schon. Modellbau, ja? Club, die E-Mail-Adresse, Modellbau. Club Hamburg einer. Nein, das Paris. Wie komme ich da hin dann mit meiner Frau? Achso, ne, das ist eine Busreise. Eine Busreise. Okay. Ja, Sie können aber auch mit dem Auto selber fahren, wie Sie möchten. Aber Bus also würde Busreise bezahlt werden und Auto muss man selber Bus machen. Genau. Genau. Ja, das ist aber mit Bus von Hamburg bis Paris ist das verdammt weit. Ja, darum hat man ja noch Rhein-Mosel, ne? Das ist halt nicht so da weit. Da sitze ich ja die ganzen 4 Tage eigentlich nur im Bus. Nein, also ich weiß gar nicht, ich glaube 18 Stunden ist eigentlich. Ja, das sind 2 Tage von meinen 4 Tagen, sitze ich dann nur im Bus. So lange kann ich doch gar nicht neben meiner Frau sitzen, die hört gar nicht auf zu reden. Das geht nicht. Dann muss ich entweder sie mir Schlaftabletten geben oder wir müssen, was ist bei Rhein-Mosel, was kann man da machen? Was ist da? Also da kann man noch dazu buchen eine Schifffahrt. Ein was bitte? Eine Schifffahrt. Schifffahrt, okay. Nach Luxemburg oder ein Ausflugsschifffahrt inklusive Rüdesheim. Ne, dann haben sie es natürlich nicht so weit. Ne? Das ist, glaube ich, vielleicht besser. Sonst ist man nach Urlaub ist man ja gestresster als vor Urlaub. Das ist ja dann irgendwie so, als würde man Krieg führen, um Frieden zu kriegen. Okay, dann nehmen wir rein. Würde ich doch sagen. Wie gesagt, Sie kriegen denn 10 bis 14 Tage, das Ganze ist dann in 10 bis 14 Tagen bei Ihnen. Einmal die Reise, einmal das Gewinnspiel. Und für Ihr Gewinnspiel würde ich hier nochmal 6 Zahlen aufnehmen, zwischen 1 bis 49, die dann jeden Samstag mit dabei werden und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Kriegen Sie so ganz spontan 6 Zahlen zusammen oder wollen wir den Zufallsgenerator nehmen? Ich würde jetzt ja Geburtstag von Präsident Putin nehmen, aber ich kann mich nicht erinnern. Können Sie helfen? Nein, das weiß ich auch nicht. Okay, Google, Geburtsdatum Präsident Putin. Okay. Kurz gucken. Gut, also die Unterlagen, 10 bis 14 Tage sind die dann. Der hat und 17. Oktober 1952 hat Putin Geburtstag. Also 17.10. 51 geht nicht. 52. Weil, geht nur bis 49, ne? 6 aus 49. Dann nehmen, der Präsident ist dankbar, schenke ich ihm 3 Jahre länger zu leben. Ich nehme mal 49, okay. Haben Sie noch 3 Zahlen? Weil es sind ja erst 3, ich brauche 6 1, Zahlen. 2, 3. Okay, also die Unterlagen, wie gesagt, 10 bis 14 Tage, sind die denn bei Ihnen? Die Rabattkarte können Sie sofort benutzen, wenn Sie die Unterlagen haben. Alle 900 Unternehmen mit den Prozenten stehen drin. Und das Gewinnspiel geht dann am 15.09. erst los. Und einmal im Monat, bekommen Sie dann natürlich nochmal eine schriftliche Gewinnabrechnung nach Hause. Also Sie müssen jetzt nicht selber gucken, welche Zahlen gewonnen haben oder welche nicht. Ja, kriegen Sie immer schriftlich. Das ist gut. Ich brauche schon so viel Zeit für Firma und für Frau. Da kann ich nicht noch alles mögliche Sachen gucken. Und das Rabattdings, da ist das so wie EC-Karte oder so wie Pluspunkte-Karte oder was?
Nein, nein, es ist eine Online-Rabattkarte. Nehmen wir mal an, die bestellen online, was weiß ich, ein Pullover oder so, der 50 Euro da kostet und sie haben da 35% Rabatt, dann wird das sofort so viel und die bezahlen nur noch den Rest. Aber warum verschenken genau. die so viel Geld? Also ich bin auch Firma, ja, ich würde das nie machen. Wenn einer zu mir kommt, sagst du, kann ich Karte drucken, kriegen Leute halber Preis für Luftfahrt. Würde ich sagen, mach, dass du von meinem Hof kommst oder ich lass die Hunde los. Also Ende des Jahres für den Amazon-Gutschein kann ja immer nur einer gewinnen. Darum haben wir ab und zu mal eine Bonusrunde. Und ich kann Ihnen das auch nur vorstellen, weil Sie die Reise gewonnen haben. Sonst hätte ich Ihnen gar nicht vorstellen. Ah, ich verstehe. Ja? Das ist so Bonus für die guten Leute. Genau. Wir wollen ja auch in Zukunft also nochmal auf unsere Internetseite gehen. Ja, probieren Sie es einfach mal aus. Und wie gesagt, die Rabattkarte können Sie gleich benutzen. Geldgewinne, die werden auch immer automatisch auf Konto gebucht, Herr Kirov, Ende des Monats. Und der Monatsbetrag, die 39,80, die bräuchten Sie nicht zu überweisen. Die würden immer abgebucht werden zum 1., also 1.9., 1.10., 1.11. Und die Unterlagen, die bleiben ja bei Ihnen. Alles zum Verbleib bestimmt. Das heißt, ich würde die Bankverbindung hiermit aufnehmen. Die wird dann nach Spielende für Sie gelöscht. Und nicht nur die Bankverbindung, Herr Kirov, wird danach gelöscht, auch Ihr Geburtsdatum und natürlich die Adresse. Moment, ja? haben Sie nicht irgendwie von Anfang gesagt, ich habe irgendwas gewonnen, jetzt wollen Sie Geld von mir haben? Habe ich richtig verstanden? Also die Reise, genau, die Reise haben Sie gewonnen, die Rabattkarte ist kostenfrei, nur das Gewinnspiel, ne? Wie gesagt, geht am 15.09. los, jeden Tag 200 Tipps. 6.000 Tippreihen sind das ja im Monat für 39,80 3 Monate. Jetzt habe ich das, verstanden. Sie mich so mit Informationen bombardieren wie Kirov Luftschiff, da habe ich das gar nicht verstanden. Ne, dann nehme ich nur die Reise. Ist gut, dass ich mag kein Glücksspiel machen. Aber wäre nur schade um die Rabattkarte, weil die haben Sie ja gewonnen, die kriegen Sie ja dazu, die ist viel mehr wert als Gewinnspiel, also Minus können Sie ja wenn nicht ich machen. Die Rabattkarte gewonnen habe, dann können Sie mir die auch noch schicken, dann kann ich mir das ja mal angucken. Also ich kann es immer nur denen vorstellen, wie gesagt, wie die Reise gewonnen ja, hat. Hab ich die ja. Rabattkarte gehört zu dem, die Rabattkarte gehört zu dem Gewinnspiel dazu. Also ich kann es nicht separat aber machen. Aber ich habe doch schon gewonnen. Rabattkarte, Gewinnspiel. Vladislav, Gewinnspiel gewinnen. Also Rabattkarte, Vladislav, oder nicht? Die Rabattkarte gehört zu dem Gewinnspiel dazu. Ja, aber ich habe doch schon gewonnen. Die Reise. Ja, aber das Gewinnspiel und die Rabattkarte kann ich immer nur denen vorstellen, die die Reise gewonnen haben. Hab ich doch. Und das Gewinnspiel, das kann ich nicht ganz umsonst machen, weil es sind ja auch 6.000 Tippreihen, aber die Karte kriegen Sie umsonst. Ja, weil ich ja die Reise gewonnen habe. Das ist ja in Ordnung. Ja, es sind 6.000 Tippreihen im Monat für 39. Nein, die Rabattkarte meine ich. Die Karte und das Reisen, weil ich ja gewonnen habe, da? Anders habe ich es leider. Ich kann es nur denen vorstellen, die Reise gewonnen haben, aber die Rabattkarte gehört nur zu dem Gewinnspiel dazu. Ne? Die müssen alle 98 gleich behandeln. Ja, wie gesagt, ich würde die Bankverbindung mit aufnehmen. Geldgewinne werden immer automatisch aufs Konto gebucht und der Monatsbetrag, die 39,80, die bräuchten Sie nicht zu überweisen. Die würden dann immer abgebucht werden zum 1. Ne? Das haben Sie schon mal vorgelesen. Ich habe das schon verstanden. Das ist nur die Frage. Wahrscheinlich kriege ich die Reise auch nicht, wenn ich sage, will ich nicht haben. Richtig? Na doch, klar. Also ich darf ja nicht irgendwas erzählen, was nicht passt, ne? Sie kriegen zweimal Post, einmal die Reise von Aventia Reise und einmal das Gewinn. Das ist getrennt, da? Genau, es sind zwei verschiedene Firmen. Einmal die Reise und einmal das Gewinnspiel mit der Rabattkarte. Ah, genau. Und ich kriege Reise auch, wenn ich nicht Lotto spiele, richtig? Genau, die Reise haben Sie so. Das wollte ich wissen. Dann möchte ich bitte die Reise nur haben. Obwohl, andere könnt, wie viel kann man da gewinnen? Na, oben gibt's ja keine Grenzen. Das sind 6.000 Tipprein, ne? Wenn Sie normal Lotto spielen, im Handel haben Sie ja in der Regel nur 12 Tipps die Woche. Und hier haben Sie ja jeden Tag 200 Tipps, ne? Über 6.000 Tipprein, ne? Kriegen Sie im Handel für ein paar hundert Euro und hier für 39,80. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden sehen, dass es sich lohnt. Die meisten machen sogar weiter, weil es super läuft. Und alle Samstage bis zum 15.09. kriegen Sie auch noch geschenkt. Das heißt, die Gewinne daraus sind ja schon als Einsatz. Also ich muss Ihnen ein großes Kompliment geben. Sie schaffen das immer wieder in der gleichen Tonlage, den gleichen Text genauso vorzulesen wie vor 5 Minuten. Das könnte ich gar nicht. Tja, Übung macht den Meister. Lesen Sie das noch oder können Sie das auswendig? Ich lese hier nichts vor. Na, aber weil der Text ist Wort für Wort derselbe. Deswegen frage ich, können Sie Leitfaden auswendig oder haben Sie so Text bei Bildschirm und so? Herr Kirov, das ist doch jetzt egal. Möchten Sie mitmachen oder? Das sag ich, habe doch nur eine normale Frage gestellt. Was ist das Problem? Ja. Nein, das ist kein Problem. Doch, ist Problem. Das ist doch egal. Können Sie mir dann bitte eine Antwort geben, wenn keine Problem?
Kommt das jetzt drauf an, ob ich das hier vorlese oder aus dem Kopf weiß? Ich bin Businessman. Ich möchte gern wissen, wie andere Menschen Business machen. Ich brauche das nicht vorlesen, ich habe das im Kopf. Aber es gibt so Zettel oder gab Zettel, wo das so draufsteht, da? Ja, sicherlich. Da, ja, sehr sicherlich. Schön, sehr schön. Und was passiert, wenn Sie andere Worte benutzen? Werden Sie geschlagen? Herr Kiro, da? Ich möchte mich auf so eine Diskussion hier nicht einlassen. Das ist keine Diskussion, das ist Verhör hier. Ich will aber nicht verhört werden, Herr Kiro. Sie haben eine Reise gewonnen und können das Gewinnspiel mitmachen. Und dann, Sie können ja sagen, ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten. Wenn Sie das sagen, werde ich nicht weiterfragen. Ja, wir sind doch aber kein Staatsanwalt, Herr Kiro. Wir sind doch hier nicht bei CSI Miami. Oder? Nein, wir sind hier bei Kirov Luftschiffe und ich habe Ihnen eine Frage gestellt und wenn Sie nicht antworten möchten, können Sie die Aussage aufgrund der Gefahr, sich selbst zu belasten, natürlich verweigern. Das würde ich nicht anders machen. Ich kann auch das Gespräch beenden, dann schickt man nur die Reise. Warum denken Sie, ich lasse mir drohen? Sie können ruhig auflegen, das interessiert mich überhaupt nicht. Dann ruft mich, hat sie getan, blöd. Ich liebe es, wie die bis zuletzt gedacht hat, ich kaufe ihren Scheißdreck ab. Geile Nummer. Danke fürs Zuhören, meine Freunde. Versuchen kann. Hallo? Welch? Ja. Ja, ich habe Sie gerade nicht verstanden, Verzeihung. Ja. Ist nicht so schlimm, hier ist Simone Körber. Vom Gewinnspielservice. Sie haben eine Farbe, die Sie sich aussuchen dürfen. Ja. Wie lautet denn Ihre Lieblingsfarbe, die Sie gern hätten? Türkis. Och, die haben wir nicht mit dabei. Was gibt's denn? Rot oder Blau dürfen Sie bloß. Eins von beiden. Na, das ist ja Blau ja näher dran, ne? Dann will ich das doch bevorzugen. Dann nehme ich Blau. Ist das denn empfehlenswert, so von Ihnen aus? Ja, weil wir das jetzt schon ansagen, was Sie für einen Preis bekommen. Ja? Ach so, das verraten Sie mir vorher? Jetzt schon, ja. Ach so. Ja. Und in der Zwischenzeit nehme ich auch schon Ihre Adresse auf. Hier wird ja sowieso alles mit der Post geschickt. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Ich bringe das immer durcheinander. Carsten mit Kaufmann. Mache ich Carsten mit Kaufmann und der Nachname. Ist Herold, wie der Herold. Genau, die Straße, Herr Herold. Das ist die Schulstraße. 204. 204. Haben Sie die Postleitzahl im Gedächtnis? Ja, langsam kriege ich das hin. Ich bin hier, ich wohne ja im Prinzip immer noch in der gleichen Wohnung, in der ich gezeugt, geboren und aufgewachsen bin. Es gehört ja inzwischen mir alles. Das wäre ja schade, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Da haben Sie recht, da haben Sie recht. Na gut, ist nicht mehr das ganz selbe, weil wir haben hier in so einem alten Bauernhaus, das haben wir dann abgerissen und haben das neu gebaut. Aber das Grundstück ist halt noch, die Erde ist halt nicht ausgewechselt worden da. Ne? Nein. Das ist doch perfekt. Ja, natürlich. Da liegen ja auch die Katzen und Hunde begraben. Das will ich ja nicht ausbuddeln wollen. Ist bei uns auch so. Das auch, ne? Weil das ist ja im Prinzip, wir haben ja im Prinzip immer noch die Hoffnung, dass wir das irgendwann mal, sag mal, das hinkriegen, das hier quasi wie so ein Indianerfriedhof, ne? Friedhof der Kuscheltiere, sag ich bloß. Oh ja, das ist ja zeitgenössisch ein sehr, sehr interessantes Machwerk, ne? Ja. So, wie lautet denn Ihre Postleitzahl? Ja, das ist 25813. 813. Der erscheint bei uns Husum, Nordsee. Dem ist so. Da haben Sie ja ein gutes Gedächtnis. Nein, ich habe einen guten Computer, der erkennt nämlich Ihre Postleitzahl. Das ist ja eine Sauerei. Ja. Und ganz am Schluss Ihr Geburtsdatum wegen der Volljährigkeit. Ja, das ist der 8. Mai 47. Ja. Ich find das schön, dass Sie da so am Singen sind halb. Ach, ich mag das auch immer sehr gut leiden, dass die Leute bei uns frohen Mutes anrufen, weil es ja auch nur schön sein kann, weil man jetzt schon einen Preis mitteilen kann, stimmt? Ja, ich meine, wer würde da denn, sag ich mal, schlechter Laune anrufen, wenn man weiß, das gibt vielleicht was. Ich habe gedacht, weil es ist ja Samstag heute, ich habe gedacht, ich probiere es mal, ob da denn jemand da ist, ne?
Doch, wir müssen ja. Wir sind ja bis 14 Uhr verpflichtet. Oh. Und danach haben wir auch, es ist doch bald 14 Uhr, dauert doch nicht mehr lange. Aber noch ganz wie schnell. Wie spät ist das denn? Jetzt haben wir es 14:50. Ach, verdammt. Also noch, jetzt habe ich ihn, ja. Jetzt hat der Bäcker schon zu. Och, der muss ihre Frau backen. Die ist ja schon tot, ne? Ach nee, hören Sie auf. Ja, doch. Ach Mensch, schade. Die durfte ich aber nicht zu den Tieren legen. Da gab's ne, da bin ich sag mal, bis vor's Bundesverwaltungsgericht, ne? Das wollte ich Ihnen mal sagen. Warum eigentlich nicht, ne? Weil ich bin ja auch, wir haben ja auch ein eigenes Grundstück. Ich würde auch am liebsten da, wo ich die ganze Zeit mein Leben verbracht habe, auch gerne beerdigt werden. Ja, weil das ist ja so, ich habe ja im Prinzip damals bin ich ja, das, als ich jung war, da war das noch normal. Ne? Da sind wir hier alle in so eine Klosterschule gezwungen worden. Und ich sage, ich habe halt mit der Institution Kirche keine guten Erfahrungen in keiner Form gemacht. Und bin intellektuell halt, glaube ich, auch dermaßen auf der Höhe, dass ich mich nicht am Wettstreit der imaginären Freunde beteiligen will, wer denn jetzt den Besseren hat, aber muss mich auf deren Grundstück verscharren lassen, weil die vor irgendwie 500 Jahren mal irgendwen verbrannt haben, der da dagegen war. Ja, ich weiß, ja. Ach, ich habe schon zu meinen Enkel gesagt, wenn ich mal sterbe, ne, sollen sie einfach so tun, als ob ich weiterlebe, sag, dann kommt die Rente noch und dann sollen sie mich hinten neben meinem Lieblingshuhn begraben. Das liegt da nämlich auch. Der Kaspar, also, mit dem habe ich drei Preise gewonnen. Oh, ja, Kaspar als Huhn, ja, das ist ja, ja. Ja, der hieß so, weil der hat ja im Prinzip so von der, also das ist mehr ein Hahn als ein Huhn. Ich nehme nur, weil viele Leute wissen nicht, dass es da Unterschiede gibt, ne? Ja, doch. Und er hatte halt Hahn so eine. Hahn ist erstmal viel, viel prächtiger, ne? Ja, ja, das, deswegen, ja. Da kommt ja im Prinzip der Name auch her, weil der hat ja, sag ich mal, so einen schönen Schopf gehabt, ne? So vom Federkleid her. Und das wirkte so ein bisschen wie so eine Narrenkappe. Und er hat hier auch immer die Leute geärgert und deswegen habe ich den halt Kaspar genannt, ne? Das ist ja niedlich, auch sowas. Na, ich hab da noch so ein Bild, ne, wo ich den da so auf dem Arm halte beim Preisfoto. Das Problem war nur, damals wurde ja noch, sag ich mal, mit so einer, der Blitz im Prinzip, ne, der wurde damals ja noch mit einer leichten Schwarzpulverladung, sag ich mal, entzündet im Profibereich. Und er hat sich dann so erschrocken, dass er mir den Finger geschnappt hat. Das sieht man heute noch. Ja, das war ein prächtiger norddeutscher Bursche, ne, in seinen besten Jahren. Naja, wie Sie. So, und jetzt die sind lange vorbei. Früher habe ich mit den Hühnern gegrast, heute kann ich nur noch von der Terrasse zugucken, wie die das machen. Aber ein Körnchen können sie auch haben, ne? Und ja. Halt zum Trinken, ne? Ich wollte gerade sagen, hier in Norddeutschland, da ist, wird unter Korn, sag ich mal, nicht das Getreide verstanden, ne? Ja, bei uns auch nicht. Ich weiß schon, was das bedeutet. Wo bin ich denn gelandet regional bei Ihnen? Wir haben eine Magdeburger Filiale erwischt. Magdeburg? Das ist aber ein gutes Stück weiter, ne? Aber nicht so weit weg von Berlin, von unserer Hauptstadt. Wir sind gar nicht so weit weg. Naja, mir ist schon bekannt, dass Berlin im Prinzip. Na gut, es ist ja, Sie sind ja noch ein jüngeres Semester, vielleicht wissen Sie das gar nicht. Aber früher hatten wir ja mal zwei Hauptstädte, ne? Ja, das weiß ich. Ich bin auch schon eine Oma, ich habe auch schon zwei Enkelkinder. Ich hätte gedacht, Sie sind sowas Mitte 20 oder so. Oh, danke für das Kompliment. Aber ja, nein, ich bin 58. Na, sehen Sie mal. Ich brauche noch schnell Ihre Telefonnummer. Ja? Könnte ich noch... Ja, 07221. Ja. 765347. Ist auch schön, so viele Siebenen, ja. Ja, das ist auch meine Glückszahl. Die Telefonnummer ist auch schon so alt wie ich fast. Damals ist das ja im Prinzip noch so, wenn damals, als ich noch klein war, sag ich mal, der Wandersmann ins Dorf kam. Heute fragen die Touristen ja immer, wo gibt's hier WLAN? Und früher war immer die erste Frage im Prinzip, wo ist das Dorftelefon? Da gab's immer noch das Wort Dorf vor dem Telefon. Das befand sich dann im Prinzip immer in der Postfiliale. Da gab's dann wie in so einem schäbigen Nachtclub so ein Separé, wo man sich dann, sag ich mal, niederlassen konnte. Da haben die auch extra nur Holzbänke rein, damit man da nicht zu lange bleibt, ne? Und Essen also und Trinken war da auch verboten. Das macht richtig Spaß. Ich sage, mit Ihnen zu schnacken macht richtig Spaß. Ja, das freut aber mich. Mein Chef,
mein Chef guckt schon wieder komisch, das heißt, so langsam füllen sich die Leitungen. Da müssen wir jetzt unbedingt mal ihren Preis ansagen. Ist da was defekt bei Ihnen? Nee, jetzt rufen wieder zu viele Leute an, deswegen. Na, Sie haben ja gleich Feierabend, da müssen die sich jetzt halt mal gedulden, ne? Man kann ja nur mit einem zur Zeit reden. Ja, aber die letzten wollen auch noch. Darum sage ich schnell nochmal Ihre Telefonnummer an. 07221. Ja. 765347. Exakt. Sehr schön. Und jetzt öffnet sich bei Blau Ihre Überraschung. Hier steht es schwarz auf weiß. Trommelwirbel, ja? Trommelwirbel. Herr Herold, Sie werden es wahrscheinlich kaum glauben. Sie gehören tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten unseres Partners Trenntours Touristik GmbH. Flusskreuzfahrten? Ja. Das ist ja phänomenal. Donau, Mosel oder Nil. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil unter Fluss verstehe ich halt nicht diese Rinnsale, die sich, sag ich mal, bei uns da befinden. Ich bin ja früher handelsreisend gewesen und den Nil habe ich tatsächlich befahren. Oh, ich auch. Aber nur Urlaub fand ich gut. Kennen Sie ich noch mal machen. Sind wir ja nicht ganz denselben Jahrgang, aber ja vergleichbar. Kennen Sie noch den Raja Mubarak aus Ägypten? Zumindest kenne ich seine Geschichte, Mubarak. Ich habe auch viel gelesen über Mubarak. Ja, da gab's zu seiner Zeit hier, das war politisch natürlich höchst unkorrekt, aber wenn man dann, sag ich mal, hier im Dorfbus, der fuhr alle 3 Stunden, saß, da gab's dann öfter mal so den Wortwitz, was heißt Kuhstall auf Arabisch? Und die Antwort war dann Mubarak. Kuh und Baracke, ich verstehe. Ja, das ist, ich merke schon, Sie sind, sagen wir so, auch Bildunggenossen in Ihrem Leben. Es gibt heute noch viele Leute, die das gar nicht verstehen, aber wenn man den Mubarak nicht kennt, ne, dann ist das halt auch schwierig. Nee, ich habe da ein wunderbares Buch, aber der ist als Roman geschrieben worden, dieses Buch, aber da wird die ganze Geschichte wie hieß der Erste, der Kaiser? Ach, wie hieß er denn? Das gibt's auch in dieser Romanform, gibt's das auch von Napoleon, wenn Sie sich, sag ich mal, für so historische Persönlichkeiten interessieren. Ja. Ne? So, jetzt habe ich Ihren Preis, wie gesagt, den schicken wir raus, da dürfen Sie sich das auch selbst aussuchen. Aber sagen wir mal, Ausland ist auch möglich, oder ist das klasse. Fernreisen, ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten, also auch das Ausland. Und da dürfen Sie sich aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin und bekommen dann die 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Ach so, das ist jetzt keine komplette Reise, sondern so Nachlassverwalter im Prinzip. Nur mal Beispiel. Jetzt habe ich Nachlassverwalter gesagt, das ist doch gar keine Gestorben. Sie suchen sich was für 1.000 € aus, ja, dann müssen Sie nur noch die 700 bezahlen, so ist das gemeint. Ja, das ist ja logisch. Ja, und was auch ganz große Klasse ist, Sie bekommen sogar noch die Geldaktion. Wir haben hier zum Abschluss noch eine Geldaktion. Und wenn es bloß ein bisschen Taschengeld ist, freut man sich auch. Ja, natürlich. Und da haben Sie es auch geschafft, mit dabei zu sein. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich die Vorteile von Profit und Rente zu sichern. Und damit haben Sie ab 15. Oktober die Chance auf eine Rentmillion. Oh. Es findet jeden Tag eine Ziehung statt. Und Sie und 99 weitere sind in der kleinen Gemeinschaft täglich gleich mit 100 Tippreihen am Start. 100 Leute? 100. Das erinnert mich an meine Zeit im Kibbutzim, da waren wir auch so 100 Mann. Ja, ist ein Zufall. Ja. Ja, und das sind 100 Tippreihen am Tag, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das sind 3.000 Gewinnchancen im Monat. Und zusätzlich erhalten Sie auch einen persönlichen Tipp, den dürfen Sie selbst bestimmen. Und so haben Sie jeden Samstag auch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Und im Gewinnfall erhalten Sie einen Sofortgewinn. Das ist bei Günther Jauch? Nein, kein Glücks. Wie heißt denn das schon wieder? Ach, ist doch egal. Das ist hier Profit und Rente, heißt das. Also, das hat aber nichts mit RTL zu tun. Nein, gut. Wirklich nicht. Weil die haben ja mal meinen Freund, den Kai-Uwe, verklagt. Ne? Die mag ich nicht.
Aber Kai-Uwe sagt mir jetzt nichts. Nee, der hatte, der hat ja im Prinzip so T-Shirts gedruckt und da stand in kritischer Anmerkung zu den ganzen Schrottformaten, die die halt so produzieren, scheiß RTL drauf und dafür haben die den verklagt und die haben Recht bekommen. Ich denke, wir haben Freiheitsmeinung. Naja, ja. Deutschland wird immer komplizierter. So, und im Gewinnfall erhalten Sie einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro. Sowie eine monatliche Rente in Höhe von 4.000 Euro. 20 Jahre lang. Oh, da schlackern mir ja die Hühnerbeine, wenn ich das höre. Ist aber übertragbar und vererbbar, damit Sie immer wissen, es bleibt in der Familie. Das glaube ich, bei meiner verstohlenen Verwandtschaft kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, dann lassen Sie es. Aber Sie wissen wenigstens, Sie entscheiden das, wo das Geld hingeht, falls was passieren sollte. Hauptsache nicht an Vaterstaat. Nee, das ist ja dann im Prinzip, ja, das ist ja, mach ja dann wie bei Farm der Tiere, falls Sie das kennen, von Norwell. Mhm. Und dann sollen da ja im Prinzip die Hühner hier das übernehmen. Nee, Sie können das ja an Tierheim oder so. Die unterdrücken die Tiere ja auch nur, die wollen ja frei sein im Prinzip. Eben, oder was weiß ich hier, Greenpeace oder so. Mir geht's bloß darum, dass Sie das gehört haben, es bleibt da, wo Sie es hingern hätten und nicht an Vaterstaat. Ja, nee, das wird eingegraben. Denn Sie machen ja irgendwann auch mal ein Testament, das wollte ich damit sagen, ne? So, und zudem haben Sie zu Ihrem persönlichen Einzeltipp jeden Samstag auch die Chance auf viele Kleingewinne und all diese... Sie sind wirklich ein Putun. Ja, natürlich. Ich habe meinen Persönlichkeitstest gemacht. Ich bin im Prinzip ein Perlhuhn von den Charaktereigenschaften her. Wirklich? Ja. Das ist aber ein ulkiger Charakter. Aber Sie sind auch wirklich sehr lustig. Na, ich bin ja im Prinzip auch mal Teilzeit als Pirot. Heute würde man sagen Clown unterwegs gewesen. Ja, das ist aber französisch, der Pirot, ja? Ja, aber das ist ja, sag ich mal, so lange, lange Zeit, weil Clown halt immer schon so einen negativen Anstrich hatte. Wahrscheinlich Nein, wegen der Pirot ganzen... Nein, der sieht ganz anders aus. Der Pirot hat nämlich einen Spitzhut, stimmt's? Ja, so natürlich hat er einen spitzen Hut, sonst wäre es ja kein Pirot, aber es ist, sag ich mal, man kann ja entweder, sagt man Hausmeister oder wie man das heute macht, Facility Manager oder man sagt halt Clown oder Pirot, ne? Ach, Facility Manager, das ist ja schon wieder so hochtrabend. Ja. So, und all diese Gewinnchancen garantiert Ihnen Ihre exklusive Vorteilskarte, Profit und Rente und freuen Sie sich auf bis zu 35% Ersparnis. Also Rabatt beim Online-Einkauf und profitieren Sie dauerhaft von einer 5%igen Ersparnis auf Ihre Einkäufe vor Ort. Auch noch? Ja, und wer verschenkt das denn? Wer ist denn da so freundlich? Das ist doch hier, wie gesagt, Rabatt haben doch andere auch. Aber hier finde ich das immer ganz schön, damit das sich jeder leisten kann, gibt es die Rabatte. Ach so, aber wer verteilt das oder gewährt das denn da? Na, meine Firma, die Elite Premium Service AG, die schickt Ihnen das auch zu, Elite. Ja? Ach so, Sie sind da selber, das ist jetzt nicht irgendwie von jemand anderem? Nö, also die Elite Premium Service AG, diese Firma vertreten wir, da gehören wir mit dazu. Wir sind immer die Theoretiker, die das am Telefon vorstellen. Und die Elite Premium Service AG führt das durch, die schickt Ihnen das auch zu. Ja? Ach so, also ist das quasi so eine Auftragsarbeit von Ihnen oder gehören Sie selber zu der Firma? Nee, das ist eine Auftragsarbeit von der Elite Premium Service AG. Das ist ja ein interessantes Konsortium, das erinnert mich, falls Sie die Serie... Der Markt ist doch aufgeteilt. Ja, der Markt ist aufgeteilt, das erinnert mich so an dieses, da gibt es diese Fernsehserie, übersetzt Schwarze Segel, da gibt es so ein Piratenkonsortium, das erinnert mich da gerade so ein bisschen dran. Ja. Und die dritte Rabattkarte, das ist zurzeit der Liebling bei den Autofahrern. Und so wie Sie klingen, fahren Sie auch fleißig Auto, stimmt's? Ne, ich habe hier noch so eine alte Saftschubse, mit dem Ding bin ich noch fleißig unterwegs. Ist doch aber wichtig, wenn das Benziner ist oder Diesel. Hauptsache kein Elektro. Das Ding fährt, das ist so alt und sowas von Grauzone, das fährt mit Rapsöl.
das geht, sowas geht wirklich. Da müssen Sie, das glaubt mir kaum einer, wenn ich das erzähle, müssen Sie mal im Internet eingeben, Autofahren mit Rapsöl, das darf man natürlich nicht, aber das ist mir ja sowas von egal, was man nicht darf. Wenn ich meine Frau nicht hinten neben den Hühnern begraben darf, ist mir das auch egal, was die sonst von mir haben wollen. Stimmt. Aber komisch, ne, weil Rapsöl ist auch hier zu teuer geworden, ja? Ja, jetzt ist also, es natürlich zum Problem geworden. Jetzt ist dumm gelaufen. Das ist hier eine Tankrabattkarte, da gibt's immer 5% Tankrabatt auf jede Tankfüllung, maximal 300 Euro Tankwert im Monat. Da können Sie alle. Das ist ein halber Tank bei den Preisen. Naja, heutzutage ist schon das Gold wert mit 300 Euro Tankwert im Monat. Das ist schon ganz fantastisch. Da muss man eine Garage haben, dass sie einem nachts nicht den Tank leer nuckeln, ne? Das wird noch eines Tages so kommen. Jetzt noch nicht, aber. Ja, dann hole ich die Bockflinte raus. Das ist einfach so. Richtig. Können Sie mit einer Schrotflinte in den Hintern schießen. So, und ja, das macht ja viel zu viel Sauerei. Da kommt ja Jagdmunition rein. Da ist das nur ein Loch. Hm. Wenn ich mir überlege, wenn ich den mit der alten Betsy einen verpasse, dann liegt der Typ hier ja auf dem ganzen Grundstück verteilt. Da brauche ich ja tagelang zum Aufsammeln. Lieber nicht. Und ich hab auch die Polizei. Na, das ist ja, also ich kenne ja den Manfred hier, der leitet das ja. Das wäre ja nicht das Problem. Aber ich habe ja im Prinzip jahrelang gebraucht, die Füchse vom Hof zu kriegen, wegen den Hühnern eben. Und wenn dann hier, sag ich mal, überall das Konfetti rumliegt vom Einbrecher, ne, da kommen die ja wieder. Ja, lieber nicht. Ach nee, Sie schon wieder, Sie sind wirklich ein Schlitzohr. Ja, das so, bin der ich. Der wichtigste Punkt für heute ist wahrscheinlich auch Ihre ganz private Frage, was kostet der ganze Spaß? Nee, den Punkt würde ich ja im Prinzip auslassen, wenn Sie gerade gesagt haben, die wichtigste Frage heute, die darf ich Ihnen die stellen, weil Sie sind ja die ganze Zeit am Fragen. Können wir das mal umdrehen? Haben Sie sich schon mal mit dem Namen... Nee. Müssen Sie das zu Hause mal machen. Das sind bekannte Betrüger, für die Sie da arbeiten. Ja. Weil ich mag das immer gut leiden, weil die hier die Leute unterstützen mit 3 Rabattkarten. Ja, glauben Sie das selber nicht, oder? Ich kenn's doch. Das glaubt doch. Das ist doch abgekartet. Das gibt's doch alles gar nicht. Die haben alle Konkurrenz. Und ja, aber das ist doch Schwachsinn, dass sie da versprechen, dass man bei Amazon dann da 35% kriegt und dies und jenes. Das ist ja, also ich mache das ja, sag ich mal, nebenberuflich, dass ich solchen Leuten so ein bisschen die Zeit eben nehme, ne? Weil in Wirklichkeit bin ich ein 35-jähriger Russe, ne? Weil wir machen das immer in unserer Freizeit, damit niemand den alten Leuten das Geld wegnimmt. Und Sie sind so eine sympathische Frau, warum machen Sie sowas? Das geht doch nicht. Wissen Sie, ich habe hier auch Beispiele. Wir haben ja immer Papier. Und Amazon weiß ich jetzt nicht, ob die mitwirken. Das sagen die sonst zumindest immer, weil ich habe ungefähr 20 von diesen Gesprächen am Tag. Da heißt es immer, da kommen immer die tollsten Versprechen rum und das ganze Internet ist voller Warnungen von Anwaltskanzleien, vom Verbraucherschutz und es gibt schon von vor 10 Jahren, es gibt 10 Jahre alte Aufnahmen auf YouTube. Ja, jawohl. Und für sowas geben Sie sich her. Ich heiße Dimitri. Dann ist doch alles hinfällig, dann können wir doch das Geschenk auch nicht. Sie haben sich doch auch. Da gibt's doch gar kein Geschenk. Das ist irgendein weil Sie sind ja nicht Carsten Herold. Nein, ich bin Big Dick Dimitri von YouTube. Gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und einen perfekten Tag. Mal ohne Scheiß, verkauf deine Seele nicht, Mutti. Oh Scheiße, Mann, dass sich so jemand hergibt für so einen Misthaufen. Und es interessiert sie dann nicht mal, dass du ihr sagst, das sind alles Betrüger und Kriminelle. Und jetzt ist auch Punkt 14 Uhr, jetzt soll sie mal in den Feierabend gehen und da schön drüber nachdenken. Und ich opfere jetzt den Rest meines Samstages, um diese Mistvögel ein bisschen zu ärgern.